Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir müssen heute noch ein bisschen Silber sammeln, damit wir Frostner herstellen können. So, wir brauchen jetzt erstmal ein neues Portal hier in der Nähe. Ich glaube zwar, die Silberader ist jetzt so langsam, aber sicher doch zu Ende geschöpft, aber wir gucken nachher nochmal. So, komm, verbinde dich. Jetzt haben wir's. Ende letzte Folge hat man nochmal ganz kurz, als ich Tschüss gesagt habe, so einen kleinen Drachenschrei gehört. Aber er ist anscheinend nicht wiedergekommen. Oder noch nicht. Dann haben wir 20 Silber haben wir schon. 3 Stück brauchen wir bloß noch. Dann können wir es herstellen. So, 18 Kohle drin, das ist okay. Einmal 10. Hier ist nur 10 Kohle drin. Haben wir noch Kohle? Ich glaube, wir haben noch Kohle. Ich hoffe, wir haben noch Kohle. Na, ein bisschen was. So. Den anderen Spaß haben wir jetzt einfach mal hier vorne noch in die Kisten. Das müssen wir definitiv jetzt auch bald alles nochmal sortieren. So. Zack, 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 zack. Nee, oder auch nicht. Zack. Oh, die Spitzhacke. Fast vergessen. Müssen wir noch reparieren. Sonst wird das nichts mit dem Silberabbau. Na komm, jetzt. Zack, alles wieder finito. Ich bin echt froh in dem Spiel, dass das Reparieren nichts kostet. Ich meine, die Gegenstände gehen auch relativ schnell kaputt. Hatte ich es ganz links hingestellt? Ich glaube ja, ne? Ich bin manchmal echt ein bisschen Dulli in der Birne. Ja, so. Also, 3 Silber noch, dann können wir Frostner herstellen. Und dann gucken wir mal, was wir am besten machen. So, ich würde trotzdem noch mal ganz gerne schauen. Irgendwie glaube ich noch nicht dran, dass die Seite von der Silberader hier schon fertig ist. Ausdauer ist auch wieder echt richtig bad. Und wir sind auch nicht ausgeruht, das war dumm. Aber ich bin halt manchmal dumm. Also hier kommt auf jeden Fall nur noch Stein. Nee, sieht wirklich nicht danach aus, ne? Dann brauchen wir eine neue Silberader. Das ist schlecht. Also hier ist auf jeden Fall Ende. Obwohl die halt auch so verdammt lang ging, ne? Komisch. Wir können hier in der Mitte nochmal ein bisschen draufhauen. Aber ich glaube, hier kommen wir gar nicht mehr tiefer, ne? Gut, ich hau jetzt hier mal neue Lebensmittel rein, auch wenn die noch 6 Minuten halten. Nee, ich glaube, hier ist wirklich Schluss. Na gut, dann ist das eben so. Dann basteln wir das hier wieder weg. Wir machen den Punkt weg. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Silberader da oben auch schon längst leer ist. Ich es einfach nur vergessen habe. Hä, noch ein Drachenei? Wie viele denn noch? Wir haben doch genug. Ich möchte es aber auch nicht liegen lassen. Aber brauchen wir mehr als 3? Eigentlich nicht. Jetzt sind wir trotz unserem Gürtel viel zu voll. Wir kommen hier nicht mal mehr raus. Geil. Ach Menno, wir müssen noch mal fix ein Portal bauen. Dann, nein, nicht wegkullern. Nicht wegkullern. Hallo. Ich möchte es halt auch nicht liegen lassen. Ah, Gott, den habe ich aber spät gesehen, Mensch. Dann teleportieren wir das mal noch ganz schnell nach Hause, hauen das fix in die Kiste und dann geht's auf jeden Fall weiter. Komm, quäl dich, mein Freund. So. Ja, du wirst es schaffen. Die ist bestimmt komplett voll jetzt. Nee, doch nicht zum Glück. So, dann packen wir hier den ganzen Spaß gleich mit rein. Wir holen uns nochmal ganz schnell Ausgeruht-Skill. Wenn wir einmal hier sind, dann haben wir wenigstens die ganze Folge ein bisschen mehr Ausdauer und kommen schneller voran. So, komm, gönn gemütlich 9. Vielen Dank. Wir müssen auch unbedingt mal noch schauen, ne? Wir können noch so viel mehr Sachen mittlerweile bauen. Wir könnten den Gemütlichkeits-Skill noch viel höher treiben.
Das müssen wir demnächst unbedingt auch mal tun. Gar keine Frage. Da drüben brutzelt das Silber. Fertig. Auch schön. So, 16 Minuten. Attacke. Krass, das hält relativ lange, ne? 30 Minuten. War mir vor uns noch gar nicht so aufgefallen. Drei Silber noch, dann Frostner herstellen und dann mal schauen. Entweder anderes Gebirge erkunden, weil ich hätte ganz gerne auch irgendwann mal noch den Standort der Drachenmutti erfahren. Und natürlich auch weiterbauen, gar keine Frage. So, jetzt lass mal hier gucken. Oh, oder wir haben hier noch gar nicht... Ach shit, ich habe das Dings nicht dabei. Die Wünschelrute. Jetzt können wir hier bloß auf gut Glück draufhauen, in der Hoffnung, ich habe hier ordentlich markiert. Aber anscheinend war hier mal was. Dann habe ich es wahrscheinlich nur beim Vorbeirennen mal markiert. Kann natürlich sein. So, jetzt müssen wir es bloß noch finden. Was ist das? Warum ist es so hart? Einfach nur Stein. Ach, Menno. Lass mich doch mal ein bisschen Silber abbauen. Ah ja, den habe ich komplett verschossen. So, weg mit dir. Irgendwo hier muss es geblinkt haben. Müssen wir es nur noch finden. Ist natürlich doof, wenn man es nicht hundertprozentig weiß. Ah, da ist was. Oder? Nee, doch nicht. Ist nur Stein, verdammt. Ich habe mich schon gefreut. Aber ist schon geil mit dem Reif. Jetzt sehen wir endlich ein bisschen mehr im Dunkeln, ohne dass wir die Fackel in der Hand haben müssen. Ich fand die Fackel eh von Anfang an doof, weil die irgendwie zu hell war. Ach Menno, ich habe auch keinen Bock, jetzt hier alles kaputt zu machen. Aber ich möchte... Klang gerade wie ein Steingolem. Aber ich möchte jetzt auch nicht nochmal nach Hause. Was ist denn hier eigentlich? Irgendwo habe ich es mir doch hier markiert. Dann muss es doch auch hier sein. Natürlich auch doof, wenn wir jetzt komplett Zeit verschwenden. Ach Mist, wir müssen nochmal nach Hause. Es tut mir leid, meine Dummheit mal wieder. Zack. Zack. Gebirge. Hat aber schnell verbunden. Das war jetzt hier gerade richtig guter Empfang. So, jetzt ist die Frage, habe ich die in... Ja, hier ist sie. Wünschelrute. Zack, auswählen und wieder zurück. Wird mittlerweile echt viel, ne? Der Reif, der Gürtel, die Wünschelrute, generell der Umhang, wenn wir im Gebirge sind. Wo hab ich ihn gehauen? Hier hätte ich nicht hauen sollen, okay. Also gut, dass wir es geholt haben. Hier wird's weniger. Irgendwo hier. Wir müssten schon nah dran gewesen sein. Hier drin kann es ja nicht sein, ne? Haben wir hier schon? Anscheinend. Irgendwo hier. Eigentlich genau da, wo wir das Ding hier hingebaut haben. Also hier flippt's aus. Naja, gut. Gut, dass wir es geholt haben. Sonst hätten wir hier noch lange buddeln können. Ah, wir haben zumindest die nächste Silberader. Da ist es. Jawohl. Eigentlich hatte ich mir jetzt auch vorgenommen, die immer zuerst komplett auszubuddeln. Allerdings brauchen wir halt gerade auch bloß noch drei. Also würde ich die ganz gern erstmal holen. Und dann Tschüssi sagen zur Silberader. So, eins haben wir. Ne, drei haben wir. Perfekt, danke. So, dann. Werkbank. Portal. Mal gucken, ob der Empfang wieder so geil ist. Und, jawohl. Oben auf dem Berg.
Kommt selbst O2 hin. So. Dann haben wir die drei. Ab in den Ofen, Frostner bauen. Und dann mal schauen. Ich muss mal gucken, generell, wie viel Holz wir noch haben, ob wir hier groß weiterarbeiten können. Aber ich denke, ein bisschen was müsste noch da sein, oder? Wir haben keine Kohle mehr. Wir hauen die dreimal da rein. Jetzt haben wir bestimmt hier noch Kohle. Nee, auch nicht. Okay, dann passt es. Also, wir brauchen Kohle. Hier ist welche. Aber 6 reicht nicht für 3. Geilo, dann kriegen wir auf jeden Fall die Folge die Waffe noch hin. Und schauen da mal, was wir dann machen. Wir haben das Ganze bei Münzen reingeschmissen. Wir hätten das Stein... Komm, wir packen das Stein gleich mal noch weg. Bam. Und dann müssen wir uns mal noch etwas um Kohle kümmern. Holz ist ja zum Glück noch da. Ah, hier ist auch noch eins drin. So, du auch noch da rein. 4 Stück sind's noch. Ah, Holz wollte ich doch holen. Gib mal Holz und der Tag startet neu. Das ist doch auch geil. Wir haben noch eine halbe Folge vor uns. Da kann wieder gut was passieren. So, rein damit. Und rein damit. Perfekt. Und da machen wir auf jeden Fall hier drüben weiter. Ich lasse jetzt erstmal kurz noch die Kohle brutzeln und wir holen das Silber noch. Und dann können wir hier oben auf jeden Fall die Rundhölzer noch machen. Die beiden Eingangsbereiche. Die würde ich dann mal noch machen wollen. Ist jetzt die Frage, machen wir die vorher oder machen wir die nach dem Hauptdach? Wahrscheinlich besser nach, weil wir die ja auch irgendwie da ran oder darin integrieren müssen. Und dann machen wir hier vielleicht noch das Restliche. War ich mir da schon sicher, was wir machen wollten? Wir haben auf jeden Fall die Seiten gleich und das. Dann ist hier... Moment, das ist Eingangsbereich. Nee, da wussten wir noch gar nicht, wie wir weiterbauen wollen, weil es ja der Eingangsbereich ist. Also wir können auf jeden Fall hier die Kreuze müssen noch drauf. Die haben wir hier drüben schon und auf die Kreuze kommen auch wieder normal die Rundhölzer. Ja, ich denke, so wird's. Das runde Dach haben wir schon. Boah, wenn das mal fertig ist, ne? Es hat sich jetzt natürlich ganz schön lange hingezogen. Aber dafür haben wir den Händler endlich gefunden. Das war's wert. Wir müssen da nur mal zeitnah wieder weitermachen. So, komm, hier hauen wir mal 5 rein. Hier hauen wir mal noch 3 rein. Dann haben wir die 3. Und jetzt muss hier noch eins rauskommen. Jawohl. Haben wir jetzt alles 4-mal, genau. Werf schon mal das Holz weg. Obwohl, wir hätten es wahrscheinlich sogar mit unserem... Hä? Bin ich doof? Warum war der schon... Ja, irgendwie verdrücke ich mich anscheinend andauernd. So, wir brauchen das, das, das. Und diese komischen Drüsen waren es noch. Ich trage zu viel. Weißt du, aber es ist echt so schwer, ne? Wie viel waren denn das? 5? Komm, quäl dich, mein Freund. So, Schmiede, Frostner, da haben wir ihn. Wollen wir mal basteln? Ich bin gespannt. Zack, da haben wir ihn. Also sieht auf jeden Fall geil aus. Frage ist, was ist das für eine... Ist das normal Schlagwaffe? Steht das irgendwo hier mit drin? Nee, ne? Aber ich würde sie gerne mal ausprobieren. Aber wir gucken vorher nochmal, was das Upgrade kostet. Und das macht aus 35... Ne? 35 bleibt 35. Es macht nur Eis besser mit 46. Ausdauerverwendung bleibt gleich. Schwarze Blockrüstung, Blockmacht. Blockmacht wird noch ein bisschen besser. Naja, wir probieren die Waffe mal aus. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. So, wer von euch möchte zuerst? Ich glaube, das Wildschwein da drüben hat sich gerade gemeldet. Warum tut das weh? Wir sind doch im Wasser gelandet. So flach war es doch gar nicht. Ja, so ein Wildschwein. Hä, wo ist es hin?
Ist jetzt natürlich nicht der beste Gegner. Weil der wahrscheinlich eh... Ach, da drüben. Weil der wahrscheinlich eh mit einem Schlag weg sein wird. Hallo, Wildschwein. 43 stand jetzt da. Müsste es natürlich am selben Gegner. 40. Bräuchte mal zwei gleiche Gegner. Dann nehmen wir mal hier oben so einen Typen. Also wenn ich den mit den Streitkolben hau, 38,3. Du, jetzt brauchen wir noch einen davon. Wie es dann immer so ist, die ganze Zeit belagern die dich, aber wenn du mal einen brauchst, wirst du wahrscheinlich keinen finden. Ach, das ist so klar. Also 38,3, ich darf es nicht vergessen. Das wäre ganz, ganz schlecht. Och, kommt schon. Ich habe immer das Gefühl, die kommen, wenn wir die Bäume abhacken. Vielleicht müssen wir einfach an die Bäume dranhauen. Ach, Menno. Wäre natürlich cool, nochmal Eiktür oder so zu beschwören. Da könnte man es mal richtig cool testen. Aber ich sag mal, die Schadenswerte haben ja einen Sinn, aber was mich halt irritiert ist, dass jetzt Eis 40 dasteht. Wir haben hier eigentlich einen Hauenwert von 73, 38 bis 60 und hier 18 bis 9. Es wirkt halt so viel schwächer, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Muss mich da nochmal ein bisschen genauer informieren. Tut mir leid, nach der Folge google ich nochmal, was es mit diesen ganzen Werten auch so auf sich hat. Nach knapp 180 Folgen kann man sich ja mal drüber informieren. So, es kommt natürlich wirklich keiner, ne? Kein einziger, das ist... Ist wieder typisch. Ich wollte jetzt auch nicht so viel Zeit verschwenden, aber ich würde es trotzdem ganz gern mal wissen. Wo seid ihr? Wir hätten auch in den dunklen Wald gehen können, aber ich wollte jetzt auch nicht so weit. Wahrscheinlich wäre das effektiver gewesen, als hier blöd rumzugucken. Menno, Folge ist gleich rum. Komm schon, einen brauchen wir noch. Was stand bei dem vorne da? Ich hab's schon wieder vergessen, das ist das Doofe. Irgendwas in die 40. Also 38,3 müssen wir uns erstmal merken. 46,1. So, kommt schon. Wir brauchen mal noch so ein Vieh. Habe ich nicht mal sein Zeug eingesammelt. Ach, Menno, ihr seid schon ein paar komische Viecher. Die ganze Zeit geht er einmal auf den Sack und dann sucht man mal einen und es kommt niemand. Ist natürlich auch doof, dass wir jetzt die Zeit dafür verschwenden. Wir hätten es auch einfach später mal ausprobieren können. Aber ich wollte es halt auch sehr gerne jetzt einfach mal wissen. Ja, Nixe hatten wir vorhin auch schon. Haben wir zwei Nixen? Ich glaube, wir haben zwei Nixen. Dann probieren wir es mal an denen. So, das Ding. 55,2. 49,7. Also auf jeden Fall ein Stück weit schlechter. Die sind jetzt natürlich alle mit einem Schlag tot. Naja, was bringt es jetzt drüber zu philosophieren, was es sein könnte? Ich google definitiv hier nach der Folge mal, was da für Werte jetzt genau, ob die sich vielleicht auch summieren. Man jetzt sagt, okay, das macht 40 Eisschaden, 35 Hauenschaden, 20 Geistschaden. Dann wären wir zumindest bei 95 und damit schon mal ein Stück weit besser als das Ding, aber es hat ja gerade auch weniger Schaden gemacht bei der Nixe. So, guck mal hier drüben. Waren es jetzt 46,1 mit dem Streitkolben? Ich glaube, ne? Schwer sich die ganzen Werte zu merken. 26,9. Ja, was soll's. Ich google nochmal, dass wir das in Ruhe rauskriegen. Geschafft. Oh, das muss ich auch mal noch zu Ende machen, aber das ist auch so viel Arbeit. Aber wir sind ja aktuell wirklich relativ safe, was so Gegnerangriffe angeht. Von daher eilt es halt auch einfach nicht so dolle. So, komm, dann nehmen wir hier mal noch ein bisschen Kernholz auf und bauen hier mal noch weiter. Wir brauchen noch normales Holz. Und hier oben brauchen wir noch Kernholz. So, dann gehen wir erstmal hier hoch. Dann würde ich sagen, bauen wir die nächsten Folgen mal noch ein bisschen am Häuschen weiter. So, warum kann ich nicht näher ranzoomen? Ach so, weil ich in der Ansicht bin. Ja, ist doch gut. So, also kommt das einfach wieder so drauf.
Das war eigentlich der Plan, genau. Und hier kommt ja dann E-Dach. Und hier kommt der Eingang. Das heißt, das müssen wir erstmal freilassen. Haben wir normales? Wir haben kein normales Holz. Hier hat man vor uns ein bisschen was hingeschmissen. Das ist alles... Nee, das ist kein Rundholz. So, dann machen wir mal noch die paar Kreuze und dann ist leider schon wieder Schluss mit der Folge. Wo sind die Kreuze? Welche hatten wir denn? Die hatten wir, glaube ich. So, und die müssen jetzt eigentlich mal hier hin. Ich hoffe mal, dass das jetzt richtig ist. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt die Eingangstür. Ah, ich bin natürlich auch doof. Und meine Stimme verschwindet gerade. Wir müssen natürlich auch noch von da unten bauen. Naja, wir machen jetzt erstmal kurz die, gucken, dass das symmetrisch ist. Den Rest können wir dann auch von innen noch bauen. Zack, 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 zack. Das haut hin. So, also wir haben dann die vier Kreuze. Das haut hin. Wir haben hier 2x4 und oben die Balken wieder drüber. Und wir haben hier die vier Kreuze und 2x4. Obwohl, nee, sind gar nicht 2x4, aber naja. Gut, also Symmetrie sollte hinhauen. Dann werden wir uns entweder an die anderen Wände jetzt in den nächsten Folgen widmen. Ich denke mal, wir machen erstmal die. Und dann müssen wir uns hier um eine Balkenkonstruktion kümmern. Damit wir ein ordentliches Dach draufgesetzt kriegen. Ich bin mal gespannt, wie wir das anstellen. Aber die müssen auf jeden Fall noch hier hin. Aber ja, kriegen wir auch ganz entspannt von hier unten noch gebaut. Ach so. Oder wollte ich da Doppelkreuze? Wollte ich dann nochmal ein Kreuz hinmachen oder lassen wir das so mit dem Balken dahinter? Dahinter. Weiß ich noch nicht. Gucken wir uns nächste Folge mal an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.